Ihr braucht eine höhenverstellbare Sitzbank. Ein Hocker geht auch. Wichtig ist, dass eure Sitzmöglichkeit keine Rollen an den Füßen hat. Und eine Rückenlehne wäre auch nicht ganz optimal, denn ihr sollt möglichst gerade und aufrecht sitzen. Stellt euch vor, ihr seid eine Marionette und an eurem Kopf ist ein Faden befestigt, der zur Decke geht und euch so hält. Die Schultern sind dabei ganz locker und entspannt, auch wenn ihr später Töne spielt. Viele neigen dazu, dann die Schulter hochzunehmen. Nein, immer wieder bewusst vornehmen, ich bleibe locker. Die Finger sollten rund auf den Tasten ruhen und unter eurer Hand sollte ein kleines, zerbrechliches Ei passen. Das gilt für beide Hände. Der Handrücken und der Unterarm bilden dabei eine Linie. Wenn ihr euer Handgelenk zu tief habt, dann seht ihr, ist hier so ein Knick. Da merkt ihr, euer Handgelenk ist zu tief. Das gibt es auch umgekehrt in die andere Richtung. Wenn ihr euer Handgelenk so habt, seht ihr, ist hier auch ein Knick und die Linie ist nicht mehr gerade. Das heißt, schauen, ist hier wirklich immer eine gerade Linie, auch beim Spielen. Diese gerade Linie, die ihr hier habt, sollte ganz parallel zum Boden verlaufen. Wenn ihr euren Hocker zu hoch eingestellt habt, werdet ihr sehen, ist das nicht mehr parallel. Wenn ihr euren Hocker zu tief eingestellt habt, für mich ist eigentlich eine tiefe Einstellung ganz gut, aber wenn es noch tiefer wäre, wäre irgendwann die Linie folgendermaßen. Das wäre dann zu tief. Also achtet darauf, dass ihr wirklich eine solche Höhe eingestellt habt, dass diese Linie ganz parallel zum Boden verläuft. Ganz wichtig ist dabei jetzt auch, dass die Füße ganz fest am Boden verankert sind. Das ist bei kleinen Kindern noch nicht immer möglich, weil die Füße gar nicht bis zum Boden reichen. Da braucht ihr dann einen Schemel, wo ihr die Füße draufstellen könnt. Euer Bauchnabel sollte ungefähr gegenüber vom C1 sein. Also ziemlich mittig am Klavier. Und später, wenn ihr höhere Töne spielt, heißt das nicht, dass ihr rüber hüpft, das machen viele ganz gern, oder nach unten hüpft, wenn ihr etwas tief spielen wollt, sondern nein, ihr bleibt in der Mitte sitzen und nehmt nur euren Oberkörper nach rechts oder nach links. Und ganz wichtig ist, dass eure Finger ganz stabil sind und nicht durchknicken, wenn ihr anfangt zu spielen.